zu Tag 2. Wir haben hier voll die schöne Aussicht. Wenn jetzt noch Sonne wäre, wäre das echt geil. Ja, wir sind jetzt, wie spät ist es jetzt? Ist es vielleicht jetzt 7:30 oder so? Nee, es ist noch nicht 7:30, es ist 7:00. Und wir sind jetzt vorne aufgestanden, werden jetzt Lumpy füttern. Lynn macht gerade das Futter fertig. Ah. Und dann werden wir erstmal füttern. Und dann werden wir gucken, wie das erste Video hochgeladen hat. Ich hoffe, das hat geklappt. Also es ist auf jeden Fall noch nicht oben, sonst hätte ich schon eine E-Mail bekommen. Aber wenigstens weitergeladen als gestern 2%. Ist immer so blöd mit dem Internet manchmal. Naja, mal schauen. Ja, und dann stehen heute die Top 10 Trainings an. Da sind dann Größen wie Ludger Beerbaum, Maurice Teppel ist mit da, Philipp Weishaupt hier und werden Training machen. Und da werde ich dann auf jeden Fall viel festhalten für euch, weil ich glaube, es wird ein cooler Tag werden und werde dann mal so ein bisschen schwätzen. So, Lynn, wir laufen heute zum richtigen Schimmel. Zu 39. Also nicht zu dem. Nein. Sondern zu dem. Bubi. Lang. Hi. Hi. Hunger? Kriegst du erstmal Heu. Warte, machst du das fertig? Dann gebe ich ihm schon mal Heu rein. Ja. Hochsicherheitsbox. Achtung. Danke. Hey, mein Schatz. Was hast du denn gemacht? Nein, 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 nein. Nein, du gehst jetzt noch nicht raus. Ich glaube, er hat keinen Bock auf Heu. Lumpy. Komm rein. Achtung. Pferd, komm. Lumpy. Ja. Lumpi, komm doch mal rein. Du stehst mitten im Weg. Und eigentlich sollte dein Tag mit Heu beginnen und nicht mit einem Apfel. Oh, das fällt nicht hin. Mich brauchst du nicht anzuschlabbern. Ich bin nicht so nett. Mmh, lecker. Wie cool. Was ist das denn bitte? Das ist eine Bar? Ich würde schon sagen, ein Hormonskarussell. Mega cool. You can start popping. Ist schon an. Hier mit dem Blitz, oder? Ja. Ich kann mich auch noch beleuchten. Elina, you can slow down a bit more. Ja, yeah, not too much forward. That's perfect. First in the saddle. That's good. Still try to slow down a bit more. Wichtig ist darauf zu achten, ein zufriedenes Pferd zu haben. Ja? Das gleiche sage ich jetzt nochmal auf Englisch. So, if you do the warm up now, just please take a look to have a happy horse. You understand what I mean? If the horse is happy with his rider, is able to do more what we expect from them. So just try to make your horse happy when you do the warm up, and then we'll see that everything is both easier. I'm a big friend of easier riding. Okay? For me, the most important is that everyone for their horse
Think about the best plan, the best training for the next days for our competition, okay? So, especially, let's say, for Jonah exam, for example, the main issue gonna be to get the jump straight, be quick after the jump, back with the horse, damit wir nicht eben wieder in den Teufelskreis kommen, dass wir warten, aus Angst davor, dass das Pferd vielleicht etwas machen könnte und das Pferd eigentlich genau das so annimmt und losgeht, okay? Keep the leg. Yeah, good. Oh, 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 talk to him. Very nice. Look, outside rein. Watch out. Two, three, four, five, six, seven. Okay, that's okay. And stay very balanced. Oh, 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 oh. Good. Okay, Danelli, you started out really, really nice. The rhythm was good. You kept everything very, very smooth. I would just say in this line, you always want to allow your horse to take you a little bit so that in the second part of the line you can sit. Knoppi. Hallo. Geh mal raus. Die Sonne scheint. Hey. Was machst denn du? Na los. Na, ihr zwei. Hey, Lapsche. Wir haben dann noch was richtig Cooles vor. Wir sind nämlich jetzt offizielle Interviewbeauftragte und werden dann versuchen, alle Trainer einmal vor die Linse zu bekommen. Das heißt, Größen wie Bertram Allen, Andreas Kreuzer, Philipp Weishaupt werden wir dann alle treffen und mit ihnen ein kurzes Video abdrehen. Na, was los? Was siehst du denn? Und das wird richtig, richtig cool werden. Solche Chancen hat man ja nicht alle Tage. Hilumpi geht. Tschüss.
Der Etco Cup läuft jetzt noch, aber ich habe mich jetzt mal mit meinem ganzen Equipment aufgemacht, werde mich jetzt ins Turnierbüro setzen und das hier alles schneiden. Sonst wird das eine totale Nachtschicht und irgendwann macht ja auch jemand das Turnierbüro zu und dann kann ich nicht mehr rein und hochladen. Das wäre ziemlich blöd. Deshalb werde ich mich jetzt hinsetzen. Lynn schaut noch zu. So, und das war schon Tag 2 der German Friendships Vlog Event Reihe. Es war ein total schöner Tag. Es hat nicht geregnet. Es war anstrengend. Ich habe viele, viele coole Leute getroffen. Mehr werdet ihr davon aber erst später sehen. Also ich habe jetzt davon nicht wirklich was hier reingemacht. Das wird dann in dem abschließenden, richtig coolen Video, wo dann auch die Drohnenaufnahmen drin sind, kommen. Aber ihr könnt echt gespannt sein. Es wird echt schön. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag noch. Das Video 1 verlinke ich euch unten in der Infobox vom ersten Tag gestern. Ja, und dann geht's morgen mit Tag 3 weiter.